Oh. Okay, war wahrscheinlich vom von der Zeremonie. Der Steinbrecher, der könnte da war was. Da war was. Da ist wieder ein Knochen. Nein. Ich sehe noch den Knochen dort. Oh, der Hundekuchen, sorry. Ein schönes Lied. Wie viele Kuchen sollen wir den da reinlegen? Sehr gut. Ein bisschen creepy, Mutter Giselle. Okay. Was auch immer da kommt. Cool. Inquisitor, wie ich sehe, habt ihr Zeit für einige Erfrischungen. Wusstet ihr, dass ein Händler im Hof Edelsteine verkauft, die genau dieselbe Farbe haben wie eure Augen? Wie seltsam, dass ihr so etwas sagt. Das muss ich mir selbst ansehen. Ihr könnt wirklich ziemlich nützlich sein, Cole. Ich begreife die Orlesianer und ihre Masken noch immer nicht, aber es macht ihn glücklich. Und ich brauchte den Tisch. Für Brotkrumen? Vögel mögen Krumen. Hallo Cole, ich hatte euch gar nicht gesehen. Aber ich euch. Ihr wart ebenso zauberhaft wie eure Lieder. Ich freue mich für euch beide. Die Welt ist voller Schmerz, Inquisitor. Freundlichkeit, wie Cole sie besitzt, ist ungemein selten. Ihre Lieder machen die Leute, die sie hören, glücklich. Und ich kann sie glücklich machen. Das freut mich. Dann macht mal schön weiter damit. Das macht mich glücklich. Das ist Krem. Das war Krem mal hier wiedersehen. Das ist Krem. Krem. Gnaden, gut, dass ihr hier seid. Hört zu, ihr müsst den Häuptling ablenken, während wir hinter seinem Rücken diesen Drachenschädel durch den Raum schmuggeln. Kein Problem, aber erklärt ihr mir vielleicht, warum ihr das tun wollt? Es ist eine Geburtstagsüberraschung. Ich werde tun, was ich kann, Krem. Wie auch immer, da kommt er. Gebt ihm einfach irgendetwas zu erzählen. Er liebt es, seine eigene Stimme zu hören. Hey, Boss. Schön, euch zu sehen. Es ist faszinierend, dass hier noch Überreste der Kultur der Sirian zu finden sind.
Die meisten Relikte wurden nämlich während der Vereinigung von Orlais unter Maferats Sohn Isorath vorsätzlich zerstört. So, so. Ja, Wisst ihr was, Bulle? Ich liebe es, auf alle möglichen Dinge einzuschlagen. Ja, ich weiß. Wir haben die beste Arbeit der Welt. Was war da los? Wusstet ihr, dass Ferelden eigene Bezeichnungen für Lords hat? Das Land ist in Turnies unterteilt, die wiederum von Turns regiert werden. In ihnen finden sich Städte und Arltümer, in denen Arls herrschen. Und dann gibt es noch das ländliche Benorm, das von mehreren Bands regiert wird. Gut zu wissen. Guten. Denkt ihr, die Neuigkeiten über den erhabenen Rat könnten Einfluss auf die Lyriumlieferung aus Orsama haben? Schon möglich. Einfach nicht mit uns reden. Ihr seid Idioten, Leute. Tut mir leid, ich kann das einfach nicht. Nicht doch. Inzwischen haben sie das Ding doch bestimmt schon durch den Raum geschafft, oder? Ich bin ein Ben Asrat. Erinnert ihr euch? Überraschung! Alles Gute zum Geburtstag, Häuptling! Oh, ihr verrückten Kerle! Ich bin sprachlos! Sandra ist von edlem Blut. Sie führt ihr Schwert mit Stolz und Mut. Sie war einst. Ja, Sarahs kam damals und heute, was hatten wir ja? Hey, Boss. Okay. Was hat denn Sarah noch so? Inquisitor Herold. Es ist schön, wieder zurück zu sein, um rauszufinden, naja, was auch immer dieser Haufen da drin jetzt wieder ausbrütet. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Es ist schließlich ziemlich lange her. Naja, wir wissen ja nicht, was los ist, also worüber sollten wir reden? Es geht um die Inquisition, richtig? Mehr sind wir ja nicht. Warum findet ihr nicht einfach raus, was die von uns wollen? Dann haben wir vielleicht was, worüber wir uns unterhalten können. Ach, Sir. Mensch. Mensch, Mensch. Du machst mir aber jetzt traurig. Wie kommen wir da hoch? Können wir hier hochklettern? Knallhart in der Oberstadt. Sehr gut. Aha. Wir bedienen den Hund, ey. Mensch, Mensch, Mensch. Was wir nicht alles für den Hund tun. Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 12. Ich glaube, wenn wir dann nochmal hochgehen, dann könnten wir die Person dort oben antreffen. Wer auch immer es sein wird. Komm, also. Das ist ein voller Luxus hier für den Hund.
Ist ja auch schon wieder... ein... Hundekuchen. So, wer soll... Josephine! Wird oben sein. Die wird ganz oben sein. Es tut so gut, euch zu sehen, Liebster. Ich habe mich den ganzen Nachmittag über mit orlesianischen Diplomaten herumgeschlagen. Haben sie euch Schwierigkeiten bereitet? Nicht im geringsten. Und das ist ziemlich beunruhigend. Es bedeutet nämlich, dass sie sich alles für später aufheben. Begleitet ihr mich auf einen Spaziergang? Ich würde gerne ein wenig frische Luft schnappen, bevor der erhabene Rat unausweichlich wird. Man ist uns im Palast äußerst zuvorkommend begegnet. Wir sind schließlich auf ihr Drängen hin hier. Aber die Minister könnten... Nein, kein Wort mehr über den Rat. Dieses Treffen sollte dazu dienen, unter entspannteren Umständen ein wenig Zeit mit euch zu verbringen. Steht das hier in eurem Tagesplan? Von 3 bis 4 entspannte Plauderei mit dem Inquisitor? Natürlich nicht. Nicht in diesem Wortlaut. Die Wahrheit ist, dass heute Abend ein kleines Unterhaltungsprogramm dargeboten wird, zu dem ich unter Umständen 2 Einladungen bekommen könnte. Und ihr möchtet, dass ich euch begleite? Das wäre wundervoll. In all den Jahren, die ihr jetzt schon mit Orlais zu tun habt, blieb euch doch kaum Zeit, seine Kultur zu genießen. Ihr habt vielleicht recht. Bei all diesen Treffen und Gesprächen bleibt nicht sonderlich viel Zeit für etwas anderes. Und dann kehren wir in die Himmelsfeste zurück, ohne dass wir auch nur einen Moment innegehalten und den Ort, an dem wir waren, genossen hätten. Manchmal fürchte ich, dass ich mir nicht genug Zeit für euch nehme, Liebster. Bitte begleitet mich heute Abend. Und was genau ist dieses kleine Unterhaltungsprogramm? Etwas, das uns auf andere Gedanken bringen wird. Was die Einzelheiten betrifft, würde ich euch allerdings gerne überraschen. Wenn es euch glücklich macht, wie könnte ich da ablehnen? Oh, das ist wundervoll. Ich hatte schon Angst, wir hätten keine Zeit dafür. Es gab in den letzten Jahren so viel zu tun. Da haben wir uns zumindest einen kurzen Augenblick der Ruhe verdient. Ein ruhiger Abend klingt. Oh, bravo! Bravo! Hat die Frau in Gold einen König gespielt? Und wer war der Mann mit den Federn? Oh, das ist alles ganz einfach. Die Maske der ersten Darstellerin wird bestimmt durch... Nun, ich leihe euch am besten einfach das Programmheft. Aber seid ehrlich, hat euch die Aufführung gefallen? Die Aufführung verblasst gegenüber der Schönheit der zauberhaften Dame, an deren Seite ich sie verfolgt habe. Ihr weicht der Frage aus. Die Liebe lässt mich verstummen. Nun, wenn das so ist, kann ich es euch vielleicht verzeihen. Und was ist jetzt mit dem Programmheft? Wird das trotzdem noch gerne? Nun gut. Es warten ja noch weitere Freunde auf uns. Man mag es kaum glauben, dass wir so viele Leute Freunde haben. Aber ja, dem ist wirklich so. Spielt nicht mit. Egal. So. Olde Nack.
cool. Hölle. Ich check gar nichts. Egal. Der Erbauer stehe euch bei. Haben wir vielleicht noch irgendwie... Irgendwie nur die letzten Jahre. Eric und die letzten Jahre. Alles finden wir hier. Köln und die letzten Jahre. Und Cassandra und die letzten Jahre. Und wir konnten das Bild drehen. Hä? Ich bin verwirrt. Schön, euch zu sehen, euer Gnaden. Okay. Können uns umziehen? Warum? Eiserne Bulle in den letzten Jahren. Und Dorian in den letzten Jahren. Schon Dorian haben wir noch nicht getroffen. Dorian ist nicht... Wo ist Dorian? Dorian will ich definitiv noch finden. Habt ihr es schon gehört? Schon möglich. Na, Cassandra. Oh. Ist alles in Ordnung? Ja, nun, ich wollte mit euch sprechen. Und da seid ihr. Soll ich kurz weggehen, dann könnt ihr es nochmal versuchen. Ihr immer mit euren schlauen Vorschlägen. Ihr solltet euch vielleicht setzen. Ich glaube, ich stehe lieber. Aber ich sollte mich vielleicht setzen. Gute Idee. Inquisitor, ihr sollt wissen, dass ich eure Freundin bin. Ich werde immer eure Freundin sein. Oh, nun, das ist... Deshalb hoffe ich, euch an diesem bedeutenden Tag einen guten Rat geben zu können. Tut, was euch euer Herz befiehlt, mein Freund. Kümmert euch nicht darum, was andere sagen. Ich sollte vielleicht gehen und nochmal wiederkommen. Ich fürchte, ich habe den Anfang verpasst. Oh, ich rede über die Heirat. Was? Die Heirat? Josephine ist eine wundervolle Frau. Wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr... Ihr wollt niemandem einen Antrag machen? Was? Oh, ich werde Varric umbringen. Warum glaube ich ihm eigentlich alles, was er mir erzählt? Warum? Varric hat behauptet, ich wolle heiraten? Nun ja, er hat einen Antrag erwähnt. Ich schätze, den Rest habe ich mir wohl selbst zusammengereimt. Vielleicht hat er es aber auch mit Absicht gemacht. Dieser Zwerg genießt es viel zu sehr, wenn ich mich unbehaglich fühle. Um ehrlich zu sein, habe ich wirklich schon darüber nachgedacht, zu heiraten. Ich wusste es doch. Als Inquisitor ist euch viel Gutes widerfahren. Sehr viel Gutes. Aber nur wenig davon war eure Entscheidung. Deshalb genießt euer Glück und haltet es fest. Das ist alles, was ich euch sagen wollte, als eure Freundin. Ah.
her. Beric. Großartig. Großartig, der Junge. Beric ist klasse. Hier ist noch ein Knochen. Ein Hundekuchen, sorry. Tja, was war das? Junge! Das Paddel? Was? Ich weiß nicht, von was ich mehr verwirrt sein soll. Von dem, was der Typ gerade gemacht hat, oder? Dass ich ein Paddel bekommen habe. Wie wird soll ich damit machen? Irgendjemand dort über die rüber hauen? Lass mal kurz nach Dorian suchen. Achso, klar, Dorian ist der. Ja. Altigen. Nee. Das ist nicht Dorian. Josephine? Sarah? Barobe? Mac, beziehungsweise der Gäste im Palast. Blackwell, Cole, Sarah. Okay. Also wir können nochmal hoch zu Josephine. Vielleicht macht ja dann der Inquisitor auch den Antrag. Ich weiß es nicht. Ich hoffe doch, ihr habt euch von eurem Abend in der Oper erholt. Falls ihr Ohrensausen habt, sollte es in ein oder zwei Tagen wieder abgeklungen sein. Sehr gut. Dann haben wir wirklich zu jedem... Nochmal. Cool. London war es nochmal. Ey, was wir für Dinge bekommen, ne? Sind wir dafür in den Krieg gezogen damals? Ich weiß ja nicht. Aber gut. Inquisitor. Inquisitor. Ich will mit deinem Hund reden. Eine Runde Schach spielen wäre auch interessant gewesen. Hier könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Ja, weiteres Buch von Beric. Oh, wo könnte etwas sein? Da ist was. Dazu braucht eine Maske. Naja, plündern wir jetzt hier die Gegend, oder wie? Okay, die Person, die... Ich weiß es nicht. Mir echt Angst.
Ja, wir können ja auch oben drauf. Ach ja, Kapitel 18. Beric und seine Geschichten. Was haben Sie doch für eine Angst, sich unter die Leute zu mischen? Gehen wir nochmal zu dem Wuffi. Okay. Ich weiß auch nicht, wofür wir es machen. Machen wir es wirklich nur für die Punkte, die wir bekommen? Ich weiß ja nicht so recht. Okay, reden wir mit Altigen.